Hallo, kleiner Mann. Hallo, na und willkommen zu einem kleinen FAQ aus meinem Schlafzimmer. Ja, ich habe gerade mein Schlafzimmer ausgeleuchtet. Das war ein sehr komischer Moment. Und wie ihr sehen könnt, habe ich einen kleinen Gast heute hier, die Emma. Denn, wie ihr vielleicht auf Instagram und Facebook bei mir schon gesehen habt, wird die Emma, ja, bald einen Verlobten bekommen. Ja, bei uns steht ein zweiter kleiner Welpe ins Haus. Ich nenne ihn einfach Indiana Jones. Ja. Das ist das Fest. Ja, komm hier. Und weil es viele, viele Fragen gab und anscheinend auch das Interesse an einem Welpen-FAQ recht groß war, dachte ich, machen wir das heute mal. Und ihr konntet mir Fragen auf Twitter stellen. Übrigens folgt mir mal bitte überall auf allen Social-Media-Kanälen mindestens und tanzt meinen Namen, wenn ihr das nicht schon längst gemacht habt, im Mondschein. Und ihr könntet mir auf jeden Fall Fragen auf Twitter stellen, die ihr gerne zu dem Hundi beantwortet haben wolltet. Und das machen wir jetzt heute einmal. Und die erste Frage war, ein neuer Hund? Gar nicht mitbekommen. Ja, also tatsächlich ist der Hund auch noch gar nicht da. Wir waren jetzt am Wochenende in Berlin, beziehungsweise Mitte letzter Woche sind wir nach Berlin gefahren und von da aus dann weiter nach Leipzig, denn da wohnen Philipps Eltern in der Nähe und der Hund ist noch nicht da, denn er ist jetzt erst, ich glaube, 4 Wochen alt und ich glaube, er ist älter. Ich weiß nicht, auf jeden Fall ist er Mitte Oktober ist er 12 Wochen, dann werden wir ihn holen. Das heißt, wir müssen leider noch ein bisschen warten auf den kleinen Racker. Aber um gleich die nächste Frage zu beantworten, woher der Welpe denn kommt. Der Welpe ist aus einem Wurf von einer Freundin von Philipps Schwester und es ist tatsächlich ein Unfall gewesen. Also, wie das immer so ist, ne? Keine Ahnung, ob solche Unfälle geplant sind oder nicht. Ich weiß es nicht, verurteile auch niemanden. Aber die kleinen Mäuse sind jetzt da und es sind 4 an der Zahl gewesen und wir haben uns das Männchen von den Wurf rausgesucht. Ich glaube, es waren 2 Männchen, 2 Weibchen. Wir haben uns eins von den Männchen rausgesucht. Endlich macht den mal jemand sauber. Ja, denke ich auch. Und damit beantworte ich auch schon die nächste Frage. Junge oder Mädchen und welche Rasse ist der, die Kleine? Es ist ein Rüde und ein Mischling aus einem Boxer und einer französischen Bulldogge. Ja, keine Ahnung, wie das passiert ist und wie das ausgesehen hat, möchte ich glaube ich auch nicht wissen. Aber die Besitzerin der beiden Hunde hat auf jeden Fall ihre Konsequenz daraus gezogen und das Mädchen jetzt kastrieren lassen, direkt in einem. Also für alle die sich jetzt eventuell vielleicht ein bisschen aufregen, dass das eine blöde Mischung ist, kann sein, aber sie wird auf jeden Fall nicht nochmal passieren. Dann wurde gefragt, wieso der Zuwachs? Ja, wie ihr wisst, wir haben ja 2 Katzen und im Moment nur die Emma. Und Emma tut sich so ein bisschen schwer mit anderen Hunden, heißt also sie ist, wenn sie fremde Hunde auf der Wiese oder im Park trifft, ist sie immer erstmal sehr auf Abstand, hält die sich sehr fern, ist sehr buff-buff und knurrt die weg und möchte das halt alles gar nicht und dadurch bedingt, dass viele Leute da dann direkt denken, ja, ist ein Problemhund. Kommt Emma nicht wirklich dazu, sozialen Kontakt oder soziale Interaktion mit anderen Hunden zu haben und da Philipp und ich sowohl Platz als auch Zeit haben, um einen zweiten Hund anzuschaffen, haben wir uns gedacht, wäre es vielleicht etwas sehr, sehr Schönes, Emma einen Artgenossen bzw. einen Freund, ein Rudelmitglied, was ihre Sprache versteht. Was ist denn da? Was wollt ihr denn? Der sieht aus wie ein Winston. Oder wie ein Schmidt. Benno gedacht. Nee, auf jeden Fall bitte nicht. Zu schenken, zu holen, dazu zu holen und ja, deswegen der zweite Hund, damit Emma ein bisschen Umgang mit anderen Hunden hat. Und das ist auch in Absprache mit unserer Hundetrainerin, bei der wir aktuell sind, passiert. Die hat auch gesagt, dass das, wenn wir das bei ihr begleiten machen mit dem Welpen, eigentlich eine sehr, sehr gute Idee ist, weil Emma ist jetzt kein unsozialer Hund, die braucht halt einfach nur einen besten Kumpel, die ist wie ich, die mag fremde Menschen auf der Straße auch nicht so gerne oder fremde Hunde im Park, je nachdem. Dann wurde gefragt, werdet ihr bei der Erziehung irgendetwas anders machen, obwohl Emma ja echt gut erzogen ist. PS, hoffe, dass der Kleine gesund ist und bleibt. Ja, also bleiben wird er auf jeden Fall, gesund ist er auch. Und ich denke, in der Erziehung werde ich jetzt vielleicht werde ich ein bisschen konsequenter sein. Als Emma damals als Baby kam, war ich sehr inkonsequent, weil sie sehr süß war. Und ich lasse mich jetzt nicht mehr von dem Welpenscham hier. Der findet uns aber cool, ne? Wahrscheinlich ist es mit allem Besuch so, aber egal. Ja, was denn? Was wollen die denn alle von mir? Hilfe. Verscharmenieren. Ich werde versuchen, ein bisschen konsequenter zu sein und viele Fehler, die man mit dem ersten Hund gemacht hat, kann man jetzt halt schon ausschließen, weil man die ja schon beim ersten Hund gemacht hat und daraus gelernt hat. Wir haben mittlerweile ja, wie gesagt, auch eine Hundetrainerin, bei der wir begleitend sind und die gibt uns eigentlich relativ viele gute Tipps und Ratschläge. Habt ihr schon einen Namen für den kleinen Mann? Nein, also wir haben noch keinen richtigen Namen. Es gibt ein paar zur Auswahl, wir sind uns aber absolut nicht sicher und ich blende hier ja immer wieder mal so ein paar Bilder ein. Vielleicht könnt ihr mir einfach schreiben, welchen Namen ihr denn schön fändet für den kleinen Mann. Ach,
guck mal, wie süß der ist. Mal gerade ein Video. Ach, guck mal, wie süß der aussieht. Hallo. Mich wollte schon anfressen. Da hat mich schon ganz doll in mein Bart gebissen. Die anderen interessieren sich auch gar nicht für uns. Nee, die anderen sind da und schlafen. Oh Gott, die sind aber auch süß. Ich war ja für Oreo, weil ich finde, sein Gesicht sieht aus wie ein Oreo-Keks mit dem weißen Streifen hier. Aber Philipp fand den Namen doof, weil man den irgendwie doof ruft. Aber schreibt mir gerne mal eure Namensvorschläge in die Kommentare. Würde mich mal sehr interessieren. Vielleicht kommen ja noch ein paar oder ploppen noch ein paar dabei auf, die ich noch gar nicht gehört habe und vielleicht ziemlich cool finde. Wer weiß, dann wird der Hund vielleicht nach eurem Vorschlag benannt. Wie trainierst du deine Hunde, wird gefragt. Naja, also bislang ist es ja nur ein Hund und Emma wird halt, ja, ich würde mal semi-konsequent sagen. Also ich habe es halt immer so gehalten, dass ich, wenn der Hund was falsch gemacht hat, das weitestgehend ignoriert habe. Und dann einfach, wenn sie was richtig gemacht hat, das doppelt so doll belohnt habe. Also so haben wir es zum Beispiel mit der Stubenreinheit gemacht. Wenn Emma jetzt in die Bude gepiest hat oder gekackt, sich umgedreht und die eigene Kacke gefressen hat, dann habe ich nicht mit ihr geschimpft, sondern habe halt geschnappt, bin rausgegangen. Wenn sie dann draußen nochmal gemacht hat, da habe ich sie gelobt, als wenn sie das tollste Häufchen auf der Welt gemacht hätte. Emma, Pfötchen, wenn du die tollsten Häufchen machst. Sie macht die tollsten Häufchen. Dann kam die Frage, warum habt ihr euch keinen Hund aus dem Tierheim geholt? Das ist eine sehr berechtigte Frage, aber zu dem Thema Tierheim oder Züchter, beziehungsweise ja, Züchter, kann ich immer nur sagen, das muss jeder für sich selber entscheiden. Es gibt viele gute Gründe, einen Hund aus dem Tierheim zu adoptieren und es gibt auch viele gute Gründe, einen Hund von einem seriösen Züchter zu holen. Und ich habe für mich entschieden, ich möchte einen Hund vom aus einer, ja, Zucht ist falsch, also aus so einem Upsala-Wurf, sage ich mal. Das habe ich so für mich entschieden, aber es ist natürlich, wenn ihr jetzt überlegt, euch einen Hund zuzulegen, bedenkt immer beide Optionen. Es gibt auch viele, viele tolle Hunde im Tierheim und Hunde aus dem Tierheim zu adoptieren ist eine ganz tolle Sache, ist aber auch nicht für jeden was. Man muss halt immer schauen. Viele Hunde aus dem Tierheim bringen halt auch Altlasten mit. Wenn man das gut handhaben kann und Ahnung von Hunden hat, ist das auf jeden Fall eine tolle Sache. Also ich sage immer, entscheidet das für euch, ob ihr einen Hund vom Züchter wollt, ob ihr einen Hund mit Stammbaum vom Züchter wollt, ob ihr so eine kleine Promenadenmischung aus einem privaten Wurf wollt oder ob ihr einen Hund aus dem Tierheim holt. Denn ich denke, in allen Fällen werdet ihr ihnen mit Sicherheit ein gutes Zuhause geben. Habt ihr Sorgen, dass Emma und der Kleine sich nicht vertragen werden? Ja, natürlich. Die Sorge habe ich gerade, weil Emma ja, wie schon gerade eben erwähnt, bei fremden Hunden immer sehr buff-buff ist vom Verhalten her. Aber die erste Zusammenkunft, also Emma und der Kleine haben sich noch nicht getroffen. Ich fand es ein bisschen blöd, mit Emma in einen fremden Wurf quasi zu fahren, wo beide Elterntiere noch sind und sie dann da rumlaufen zu lassen. Ich glaube, das hätte Mord und Totschlag gegeben und hätte Emma auch überfordert. Wir werden, wenn wir den kleinen Mann abholen, das bei Philipps Eltern tun. Das ist, da gibt es noch sehr viele andere Hunde und das Rudel, was quasi bei Philipps Eltern wohnt, das ist da Hausherr. Das heißt, Emma betrachtet dieses Haus nicht als ihr Territorium, was schon mal sehr gut ist, weil sie nicht versuchen wird, gegen den Welpen ihr Territorium zu verteidigen. Also findet die erste Zusammenkunft auf neutralem Boden statt und Philipps Schwester, die selber auch Hunde trainiert und ausbildet und was weiß ich nicht, was alles macht, sehr viel Ahnung auf jeden Fall von Hunden hat, wird dabei sein und uns ein bisschen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und ich habe schon gesagt, das erste Treffen werde ich erstmal durch eine Fliegengittertür machen, damit sich beide so ein bisschen beschnuffeln können und nichts passiert. Aber ich bin da eigentlich relativ guter Dinge, dass das ziemlich schnell ganz gut klappen wird. Ja, was denn? Was jetzt denn? Aber Sorgen mache ich mir immer permanent, 24/7. Ich träume sogar davon, weil ich eine absolute Katastrophentante im Kopf bin. Ich würde gerne wissen, wo genau der Kleine denn schlafen soll, wenn nicht mal für Emma so viel Platz ist. Für Emma ist eigentlich sehr viel Platz. Wir haben ja eine relativ große Wohnung, sag ich mal. Ich denke mal, dass wir beide Hunde aus dem Bett jetzt dann rausschmeißen werden. Emma liegt jetzt gerade für das Video hier und ab und zu darf sie auch zum Kuscheln. Wenn wir zum Beispiel am Wochenende länger liegen bleiben, dann holen wir sie uns hoch ins Bett, dann darf sie kuscheln kommen. Ansonsten pennt Emma jetzt mittlerweile, da ist ihr Körbchen, da unten zwischen Tisch und Bett, da liegt das. Und ich denke mal, den kleinen Kerl werden wir entweder hier vorne oder sonst irgendwo, also wir werden die Schlafplätze getrennt halten, genauso auch mit den Kuscheldecken im Wohnzimmer und den Näpfen. Also das werden wir alles so ein bisschen räumlich trennen, damit keiner irgendwie Neid kriegt, Futterneid oder Schlafplatzneid, keine Ahnung. Und dann kann ich auch direkt die nächste Frage aufgreifen, ob ich nicht der Meinung bin, dass unsere Wohnung zu klein ist. Also tatsächlich ist das ja ein ziemlicher Irrglaube zu sagen, wenn ihr ein oder zwei Hunde habt, müsst ihr mindestens
75 Quadratmeter plus haben. Denn Fakt ist ja tatsächlich, dass der Hund in der Wohnung nicht seinen Auslauf bekommt, sondern seine Ruhephasen hat. Also ich wohne, wenn ich von hier aus dem Fenster spucke, spucke ich in den Park. Ich wohne direkt neben einer Grünfläche, die auch Freilauffläche für Hunde ist. Generell machen Philipp und ich ja beide sehr viel Sport und Emma geht eigentlich immer mitlaufen und sobald der Kleine kann, wird er auch mitlaufen kommen. Das heißt, die kriegen beide sehr viel Auslauf. Dadurch, dass wir auch selbstständig sind, ist das eine relativ entspannte Sache, weil wir uns ja unsere Arbeitszeiten auch selber machen können. Und von daher mache ich mir eigentlich keine Gedanken, dass die Wohnung eventuell für die Hunde zu klein sein könnte, weil alles, was die Hunde hier in der Wohnung tun, ist fressen und schlafen. Den Auslauf und die Auslastung bekommen sie natürlich draußen. Und ich glaube, Köln ist groß genug für zwei Hunde. Wie wir das mit unserer Arbeit denn jetzt vereinbaren werden? Also wir haben das so gesagt, dass wir es jetzt erstmal so machen, weil Philipp arbeitet ja mit Kollegen zusammen in einem Büro auf dem zweiten Stock. Also wird Philipp erstmal die stubenreine Emma in der nächsten Zeit mitnehmen und ich, Idiot, der sein Büro für sich alleine im Erdgeschoss hat, nimmt den Muppefutz mit. Es ist halt wichtig, dass wenn man zwei Hunde hat, dass man die auch zusammenhält und viel mit denen zusammen macht und die auch merken und lernen, dass sie in einem Rudel sind. Aber man darf nicht vergessen, dass der zweite Hund ja trotzdem ein eigenes Individuum ist. Sprich, der muss auch seine Alleinzeit mit Herrchen oder Frauchen haben und lernen, dass ich diejenige bin, an der er sich orientieren soll und nicht Emma. Weil sonst hast du irgendwann einen Rudel, wo du nicht mit dazugehörst. Der will meinen Finger mitnehmen. Nein! Hallo, ja. Deswegen, der kleine namenlose Mini-Futz wird jetzt erstmal in bis der Stuben rein ist. Ich denke mal, so die ersten paar Wochen und wahrscheinlich auch das erste halbe Jahr mit mir in mein Büro kommen, was ihr ja schon in einem alten Video gesehen habt. Da steht ja auch eine Couch und ein oller Teppich und alles. Also da ist alles ganz entspannt, wenn ihr da mal hinpischert. Das ist ein Betonboden, das macht nichts. Und Kollegen habe ich keine, also stören tut es auch niemanden. Plant ihr euch noch ein Haustier zu holen oder sind 4 plus ein Aquarium genug für euch? Naja, also wenn es nach mir ginge, könnte hier ja noch ein Minischwein und ein Rudel Laufenten durchrennen, aber jetzt ist tatsächlich erstmal genug. Also wir haben jetzt 2 Katzen, 2 Hunde und ein Aquarium. Und ihr seht, Emma gibt mir Signale, dass sie keine weiteren, nein, also es wird keine weiteren Tiere geben, weil ich finde, 2 Leute für 4 Haustiere reicht, definitiv. Ich meine, die Katzen machen nicht so viel Arbeit wie Hunde, weil die meiste Zeit so für sich sind ja auch Hauskatzen. Es ist kein weiteres Tier mehr in Planung und auch kein Kind für alle, die das gedacht haben. Ist Emma eigentlich sterilisiert? Wenn nicht, wie macht ihr das, wenn sie heiß ist? Hinterher wischen oder Windel an oder etwas in der Art? Emma ist kastriert. Also bei Emma ist einmal alles raus. Ich glaube, sterilisiert ist, wenn irgendwas durchgetrennt wird. Und kastriert, glaube ich, wenn die Gebärmutter und die Eierstöcke und alles rausgeholt wird. Also Emma ist kastriert, da kann gar nichts mehr passieren. Und den kleinen Mann werden wir, sobald der Tierarzt zulässt, auch kastrieren lassen. Geht ihr mit dem Kleinen dann in eine Hundeschule, wenn er alt genug ist, plus Emma als Unterstützung? Also ich denke mal, wir werden den Kleinen einfach eben mit zum Training nehmen, wo wir halt, wie gesagt, mit Emma aktuell schon sind. Und die Kleinen lernen ja relativ viel von den erwachsenen Hunden auch und ich hoffe, dass ich den Rest selber hinkriege. Ich bin eigentlich, behaupte ich mal, ganz gut in Hundeerziehung. Aber es ist nie verkehrt, wenn man noch einen Ansprechpartner hat, wenn man sich mal ein bisschen unsicher ist. Seid ihr Hund auf dem Sofa-Person oder geht das gar nicht? Ich bin eine Hund auf dem Sofa-Person, wenn eine Decke drunter liegt tatsächlich. Ich mag das nicht, wenn die Haare vom Hund auf der Couch sind. Aber wenn eine Decke drunter liegt, finde ich das völlig in Ordnung. Dann kann der Hund oder die Hunde auch ruhig mal mit aufs Sofa. Nicht? Und zu guter Letzt, wie kam es zu der Entscheidung, noch einen Hund zu holen? Ja, der Gedanke war schon länger so ein bisschen bei Philipp und mir verankert. Weil wir, wie gesagt, eben uns für Emma einen Spielkameraden gewünscht haben. Wir auch einfach absolute Hundemenschen und mittlerweile auch Outdoor-Menschen sind. Und das einfach lieben, mit den Tieren zusammen zu interagieren. Von daher war das irgendwie außer Frage. Wir haben jetzt nicht aktiv gesucht. Tatsächlich kamen wir so ein bisschen wie, wie die Kuh zum Berge? Nein, es gibt irgendwie so ein dummes Sprichwort. Wie die Jungfrau zum Kinde, so heißt das. Weil wir haben eigentlich nicht aktiv gesucht. Ich habe immer mal so ein bisschen geguckt, wenn ich irgendwie was gehört habe. Und wir sind aber von Philipps Schwester angesprochen worden, ob wir nicht Lust hätten, uns den kleinen Mann zu gucken, weil wir ja eh in Berlin sind und der würde doch so gut passen. Und ich denke, ich glaube, wenn der Kleine ausgewachsen ist, wird er so ungefähr Emmas Ausmaße haben. Vielleicht ein bisschen größer, weil es ein Rüde ist. Ich denke, dass das ganz gut sein wird für Emma auch einfach als Spielpartner. Und ja, das war so. Darum wollten wir einen zweiten Hund. Wie ist es mit euch? Habt ihr selber Haustiere? Vielleicht auch ein oder mehrere? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Und wenn ihr irgendwie noch Fragen habt, die euch interessieren, schreibt sie mir auch gerne in die Kommentare. Der Kleine wird, wie gesagt, Mitte, Ende Oktober zu uns kommen. Dann wird es natürlich auch einen Vlog geben. Und es wird wahrscheinlich auch in nächster Zeit einigen Welpen-Spam geben, mit dem ich euch penetrieren werde. Ich entschuldige mich schon mal im Voraus dafür. Übrigens noch eine kleine Werbung in eigener Sache. Ich glaube, ich muss jetzt mittlerweile hier irgendwo Werbung einblenden, weil das jetzt von YouTube
YouTube irgendwie so gefordert ist. In meinem Online-Shop gibt es jetzt viele tolle neue Sachen, denn ich habe die Herbstkollektion eingeleitet. Deswegen schaut unbedingt mal bei copperfoxclothing.com nach. Alles dazu ist in der Infobox verlinkt. Und unter anderem könnt ihr da jetzt auch, ich glaube, ab heute meinen Kalender vorbestellen, den es... ich denke, November ungefähr rum, dann geben wir. Ihr könnt den jetzt schon vorbestellen in A3 und A4. Da sind viele fantasievolle Bilder von mir und Natalia Lefey drin. Wenn ihr da Interesse dran habt, schaut, wie gesagt, auch gerne mal in die Infobox. Da habe ich euch alles verlinkt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Denn ich muss jetzt 2 Hunde ernähren. Ah, demnächst bald. Ah. Und ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Macht es gut, bis dahin und tschüss.